Morgen, Sepp. Hey, hallo Christian, servus. Hey, Wolfgang. Hey, servus, grüß dich. Mal, Alter, hey, schon wieder Sitzung. Wow. Ah. Und Tag der Lehre steht unmittelbar davor. Hey, wie sind wir denn auf das Thema gekommen, Wolfgang? Du, das war im Prinzip, wenn du dich nur erinnerst, ich habe im Jänner den Game-Based Learning-Schwerpunkt übernommen. Und damals haben wir gesagt, ja, da wäre doch eigentlich ganz praktisch, wenn wir wirklich nach einem Dreivierteljahr mal so eine kurze Zwischenbilanz auch ziehen. Einfach auch mal schauen, welche Projekte gibt es denn im Haus. Und ich glaube, das haben wir eh ganz gut geschafft. Ja. Legen wir da schnell die Uhr hin, dass wir die Zeit nicht übersehen. Mhm. Genau, und wir haben ja urtolle Sachen, wenn man uns da überlegt für den Tag der Lehre. Zum Beispiel einen Playground. Was haben wir uns da gedacht? Naja, Playground, total logisch aus meiner Sicht, weil es ja definitiv darum geht, nicht nur gescheit über Game-Based Learning zu reden, sondern es schlicht und einfach zu tun. Darum haben wir in unserem großen Festsaal diesmal keinen Vortragsraum, sondern viele Stationen, wo man spielen kann. Cool, auf das freue ich mich. Und Gallery Walk, was war das, Grind? Den Gallery Walk, was der dann wollte man unbedingt in einem Raum machen, wo ja ein bisschen ein offenes Setting ist, nicht in einem Seminarraum. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir in einen kleinen Festsaal hinein. Und da gibt es einfach auch verschiedene Stationen, wo du dir gleichzeitig oder nacheinander Informationen holen kannst. Ja. Mhm. Also Gallery Walk, wirklich ein Besuch wert, würde ich mal sagen. Warte mal, dann haben wir noch die Idee gehabt von einer Entwicklungswerkstatt. Sepp, was haben wir jetzt da? Naja, das haben wir ja letztes Jahr bei der Inverted Classroom Konferenz großem Erfolg gemacht. Bewusst in der Lounge ein kleines, familiäres Setting, so Experts zu Experts sozusagen, Ideen gemeinsam weiterspinnen. Ja? Ja, also, boah. Hey, Alter, wo soll der überall gleichzeitig sein? Das ist ja Wahnsinn. Das muss mich geht so nicht, Christian. Geht nicht, geht verdammt. Nicht. Aber ihr könnt ja bei der interaktiven Plenaraktion mitmachen, weil die ist ja so im Umfeld des Mittagessen, wo spannende Menschen mit uns was tun, wo wir selber noch nicht genau wissen, was das sein wird und wo wir selber überrascht werden. Also da müssen wir drei vormachen, dass dann alle mitmachen. Ne? Ja, oder? Nein, ich meine, speziell das finde ich ja insofern total cool, weil das ist ja so ein Klassiker in der Hochschullehre, dass man oft sagt, mit großen Gruppen in der Hochschullehre kannst du nichts interaktiv machen. Und da halt einfach exemplarisch was auszuprobieren, dass es doch geht, ich glaube, das hat einen Wert für uns alle. Nö. Genau. Wir haben auch gesagt, dass wir das, was da so am Tag der Lehre entsteht, sammeln. Warte mal, wie war das nochmal geschwind? Mein Hirn ist ein Wahnsinn. Du, kein Problem. Wir haben gesagt, wir tun das alles auf unserem Skill-Blog, skill.fstp.cat, sammeln. Und dort wird einfach auch alles ausgewertet. Und hoffentlich haben die Teilnehmer dann auch Lust und Laune, sich dort einzubringen. Ja. Aber wir haben uns doch einen Hashtag überlegt. Geh, schreib den nochmal auf, was die vergisst das ja dauernd. Also danke, Wolfgang. Magst du mal einen Ansagen? Hm? Genau. TDL-FHSDP. TDL-FHSDP. Übersetzt Tag der Lehre Fachhochschule St. Pölten. Ach so, okay, ja, stimmt. Genau. Und wir haben ja auch diese tollen Kameras, wo ein Livestreaming ist. Also wer gleich sich da sein will und den Livestream anschauen will, kann das auch. Und hilfreich wäre auch das WLAN. Das stimmt, ja. Das sollte man vielleicht auch noch aufschreiben. Tag der Lehre. Alles zusammengeschrieben. So. Aber jetzt haben wir hoffentlich nichts mehr vergessen, oder? Naja. Es gibt diese Liste. Ach, stimmt, ja. Diese Liste mit den Fehlern. Wie sagst du dazu? Backliste. Backliste. Ne? Ja. Ich bin ja kein Programmierer, aber ich habe das mal schon, das liest mir immer wieder mal, dass ja immer Fehler einschleichen bei allen möglichen Organisationssachen, genau. Bei Spielen. Und das sind halt dann die Bugs. Ne? Genau. Aber Gott sei Dank haben wir die noch rechtzeitig ausgedruckt, so um 1 in der Früh und an alle Teilnehmenden ausgeteilt. Also boah, kann nichts mehr schief gehen. Das heißt, die können Sie auch auf unsere interaktive Schnitzeljagd machen, wo im ganzen Haus Stationen sind. Erkläre ich das nochmal. Unmittelbar neben der Anmeldung, da ist eine Homebase
Und da ist ein Überblick über die Schnitzeljagd. Außerdem haben wir sie in die Mappe auch hineingegeben, klugerweise. Stimmt. Und ja, dazu, glaube ich, gibt es dann irgendwann, ich glaube, so zwei Menschen, die ihn näher kennen, erzählen dann gleich, was das sein könnte in einer Becher Kutscher. Du genau. Hast recht, ja. Ja. Ah, Mann, Alter, und die Zeit rennt schon wieder. Meinst du, tut mir leid. Ich muss jetzt zum Tag der Lehre. Tut mir leid. Ja, also, ja. Ja. Wir sehen uns dann dort beim Tag der Lehre. Passt. Bin schon gespannt auf diese Schnitzeljagd, wie das funktioniert. Ja, ja. Gut.